Ich muss euch ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach hat die Promophase entweder zu spät angefangen oder irgendjemand hat es ein bisschen verplant. Ich finde, man hätte das irgendwo vielleicht einen halben Monat oder einen Monat früher ansetzen können, sodass wir jetzt Stand 15.8. vielleicht schon 3 Songs draußen hätten. Bis jetzt sind es 2 draußen, auch nicht unglaublich schlimm. Ich meine, dieser ganze Hype um Palm aus Plastik 3 lebt ja immer noch und ist richtig, richtig groß und richtig, richtig krass. Ich schätze mal, bis zum Release am 9.9. kommen vielleicht noch 1 oder 2 Single-Auskopplungen mit Video, vielleicht am Freitag, man munkelt dies, das, ne? Man weiß es nicht, man lässt sich da entgehend auch überraschen. 2 Singles kommen noch, vielleicht, wenn es gut läuft. 4 Singles sind dann draußen, 15 Songs sind auf dem ganzen Album und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, meiner Meinung nach hätte man die Promophase etwas früher ansetzen können. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich meine, wenn eine Albumreihe im deutschsprachigen Raum keine große Promophase braucht, dann ist es diese Albumreihe Palm aus Plastik, seien wir mal ehrlich. Das Ding, wenn du das allein schon so schreibst, Palm aus Plastik, da ist jeder, Digga, da geht mein Puls einfach hoch. Es ist Real Talk so. Wie auch immer, 6 Minuten 16. Like and support ist kein Mord. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Palm aus Plastik 3 erscheint am 9.9.2022. Bestellt euch das Ding auf jeden Fall gerne vor. Support ist kein Mord. Also, Snippet, ich bin gespannt, Abfahrt. Yo, Kille. Do you remember the mutant Raph Kamura and Bones MC? Bombo, klar. Da sind die Dinosaurier wieder gewesen. Digga, da fliegt er noch. Die Dinosaurier sind wieder da, tatsächlich. Überlegt euch mal, für das Album sind sogar die Dinos wieder aufgestanden. Einfach so, Digga. Die haben die Dinosaurier wiederbelebt. Them boy, they no longer gold, you know. Them boy, they are diamond now. Is me, I say. Is it? It's like, you can't have a part 2 and don't have a part 3. Is that true? Und vorab ganz kurz, ich brauche auf jeden Fall, auf jedem Palm aus Plastik Album war bis jetzt 1, 2 Hits, also Real Talk. Auf dem ersten Palm aus Plastik und, auf dem ersten Palm aus Plastik und ohne mein Team. Auf dem zweiten 500 PS, Kokain, wisst ihr, ich meine, es waren immer so 2 Hits oder so, 2, 3 Hits drauf, auf jeden Fall. Stand jetzt in der Promophase, letztes Mal war gut, Sommer war gut, aber es war jetzt noch nicht so auf dem Level von Palm aus Plastik oder ohne mein Team. Ich meine, ich gehe hier mit den größten Erwartungen ran, die es überhaupt gibt im Deutschrap. So, Real Talk. Deswegen, ich brauche auf jeden Fall noch so 1, 2 Banger. So, Real Talk. West Wien Smog in meiner Lunge. Der ist Q8er, die dreht seine Runden. Zeit ist vergangen, kam mir vor wie Minuten. Hab Kerzen in mein Herz, wie am Gold meiner Uhren. Sah meine Stadt jubeln. Es ist so krass, wie diese Produktion so geschmeidig, so schön ins Ohr gehen, oder? Er folgt einfach nur den Akkorden von diesem Synth-Sound jetzt hier gerade. Übrigens, das Album wird wahrscheinlich wirklich Synth-lastig sein, was nice ist. Ich mag Synths generell in Verbindung mit Bones und Raff so. Es hat so einen Vibe direkt irgendwie, diese Raff-Stimme. Meine Stadt berührt. Wir fangen wieder an. Mann, so viel Zeit ist vergangen. 300 Mann dort, wo alles begann. Und die Palmen Diamant. Wir fangen wieder an. Oh, das ist nice. Und die Palmen Diamant. Und wir fangen wieder an. Da, wo alles begann. Digga, das geht schon. Also es ist schon schwer rauszuhören jetzt im Snippet, was jetzt ein Hit wird, was jetzt kein Hit wird. Ich meine, hätte man mir damals ein Part von Palm aus Plastik gezeigt oder ein Part von Ohne mein Team gezeigt, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, boah, Digga, das wird ein Hit, das wird kein Hit und das wird ein Hit, das wird kein Hit. So, man kann es so gar nicht krass sagen direkt aus. Es kommt halt direkt die Hook so. Wie soll ich meinen? Es geht aber schon alles in eine brandgefährliche Richtung, ohne Scheiß. Deutschland, wir haben euch überrannt. Eure Frauen werden feucht, mehr Erfolg als Verstand. Machen aus Gold, ja, Mann. Mehr Erfolg als Verstand, hat er gesagt, ne? Hat er jetzt gesagt. Guck mal, das ist so ein Ding, wo ich auf Anhieb sagen würde, okay, das sagt mir schon zu, ich würde es hören so. Generell, die Produktionen sind voll smooth, voll rund, so da musikalisch, harmonisch, ist da alles super on point, es ist nichts dissonant oder sowas, also es beißt sich überhaupt gar nicht so. Das ist das Crazy Frog Ding, oder was? Dieses bam, 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 bam. Das ist das Ding, oder was? Boah, ich muss nochmal reinhören. Aber das wäre auf Anhieb so ein Ding, wo ich jetzt sagen würde, okay, das würde jetzt im Album mitschwimmen, aber jetzt nicht so krass rausstechen. Aber langsamer, oder? Superstar, Bruder, fragt Wikipedia. Nice. Da haben wir vorhin, wir haben schon drüber geredet. Es gibt eine neuere Version, die jetzt gerade mittlerweile 2,5 Milliarden Streams oder Aufrufe auf YouTube hat. Das hat glaube ich 1,1 Milliarden Streams auf Spotify. Infamer, Snow, ne?
Infamer Snow, Snow Infamer, sowas. Das neuere Ding heißt Con Calma von Daddy Yankee oder sowas. Der Flow, Digga, der ist halt schon hitverdächtig, das ist kracht, also Real Talk. Immer das Nummer 1 Thema, Standard. Die Bullen ziehen mich aus dem Verkehr, weil ich verhundert werde. Gab's Gas, Mann, weil im Kofferraum mit deiner AK. Das ist schon, guck mal, das meine ich. Das Ding ist brutalst hitverdächtig. Also brutal, brutal, brutal. Hat natürlich damit viel zu tun, dass das Sample sehr, sehr krass carried so. Und auch sein Flow drauf, man kennt ihn schon durch Infamer Snow oder jetzt Con Calma von Daddy Yankee so. Ich spreche es wahrscheinlich komplett falsch aus, ist mir aber in dem Moment komplett egal so. Man kennt es von Daddy Yankee so und man verbindet damit direkt was, ne? Das unterstützt halt alles noch krasser, aber das hat schon Hit-Charakter. Ein Stich, ein Schuss in deine Maus. Die Tür bricht auf, kommen in dein Haus. Und wir finden dich auch unter deiner Couch. Runde Sohn, wer tanzt nicht hier? Und ich finde, so ein Song, er tanzt jetzt nicht krass aus der Reihe, aber wieder so ein ganz anderer Vibe, oder? Was nice ist, also ein Album braucht Abwechslung meiner Meinung nach, auch wenn wir jetzt über Palm aus Plastik reden so. Es braucht trotzdem Abwechslung. 100 Millionen plus Streams-Hit, sag ich, auf Ansage, sag ich auch. Dieses Ba-b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 a
Oder gut, Leute probieren das, aber kein anderer kriegt es so hin wie die. Ist mir egal, ist schon bezahlt. Wisst ihr, was ich mein? Komm, ich geb dir Gras, nur ein Tübel. Alles geht auf mich, Baby, ist schon bezahlt. Alle meine Jungs sind daheim, Mittelfinger hoch, alle one, one. Nein, keine Polizei, hab doch selber eine Knarre und schon. Auch wieder, ne? Woo, woo, shoot, shoot. Das ist halt auch so, so plump, es klingt, das geht ins Ohr. Alles umsonst, mit keinem mir ein Problem. Ich glaub's, komme nicht klar. Hört auf bei mir die Sirenen. Fürs Selfie mit Kommissar. Sogar ein Drill-Ding drauf. Sogar Drill, holy shit. Jemand hat's vorhin in den Chat geschrieben, ist tatsächlich auch Drill drauf, holy shit. Mit keinem bin ich ein Problem. Ich weiß, das Leben ist hart. Schaff alles, ich schaff nix. Nur mal, dass sie was gegen mich hat. Autolackfarbe ist Mango, Automatik und Ansitz. Mit Busch klappt so auf Kommando. Komm auch wieder hier. Autolackfarbe ist Mango. Autolackfarbe ist Mango. Farbe Mango? Sagt der Mango? Automatik und dass sie was gegen mich hat. Autolackfarbe ist Mango, Automatik und Ansitz. Mit Busch klappt so auf Kommando. Auf Karate bringt dir dein Ex. Das ist so, Digga, egal auf welchem Beat du diese Brüder packst, ne? Die zaubern dir nicht nur einen runden Song drauf, die zaubern dir auch noch Melodien drauf, die halt schon hitverdächtig des Todes sind, so. Also bis jetzt haben wir wirklich einen Song mal gehabt, dieses ba 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 ba. Das wird, mark my words, bro, das wird ein Hit. Das wird ein Hit, Hit, Hit. Das wissen die beiden auch. Alles andere ist auch nice, es schwimmt halt irgendwo in dem Dings so mit, ne, in dem ganzen Palmos Plastik Album so. Die beiden ballern dir aber so Melodien auf so gute Beats, Digga. Und ganz ehrlich, du kannst ein Spagat und kickst sie von Damme. Doch deine Frau ist ne Stampe und ich fick sie wie jede andere. Sympathisch. Warum kommst du auf die Party mit Butterfly? Sag's mir, warum kommst du auf die Party mit Butterfly? Warte auf 4 Minuten, da kommt der Hit. 4 Minuten, okay, wir sind. Okay. 4 Minuten, ich bin gespannt. Hilf dir auch nicht dabei, Weiber zu klären. Kein Stück. Ey, lass das Butterfly am besten was machen. Weil alle trinken Schatz und keiner muss sterben. Ja, das ist so, es geht so ein bisschen mehr in diese Reggae-Richtung so generell, ist halt alles sehr krass auf Dancehall, Reggae, so ein bisschen was Zügigeres angelehnt so, manchmal auch diese Four-to-the-Floor-Sachen, jetzt hier auch wieder so ein Drill, so eher vielleicht fast schon in die Afro-Drill-Richtung, die haben schon ihre Nische so, die bedienen schon diese Charge mit diesen Dancehall-Sachen, generell vielleicht ein bisschen Uptempo-mäßiger so, die kriegen aber diesen Spagat zwischen Abwechslung und trotzdem Hitpotenzial immer wieder unglaublich gut hin, Digga. Selbst das geht ein gutes Ohr. Selbst das geht gut ins Ohr, diese drei Wörter. Stell ihm den Ferrari und D-Max zu schauen. Lass mal dein Schlagring und Durchschläger zu haben. Hast gehört? Auch diese Adlibs, hast gehört? Ey, Chat, jetzt bin ich auf 4 Minuten gespannt. Chat, macht nicht so, jetzt freue ich mich voll drauf. Nachher enttäuscht's mich. Und deine Halbautomatik. Woher kenne ich das? Oder denke ich jetzt gerade nur, dass sie es kennen, weil Leute mit sich reinschreiben, jetzt kommt der Hit, dies, das? Diese Akkorde sagen mir auch irgendwas, oder? Nothing, no, no. Das? Oh, ich kenne es. Digga, warte mal. Daher kenne ich das. Chat, ihr habt recht. Ihr seid gut, Chat, ihr seid richtig gut. Holy shit, ich bin stolz auf euch. Wenn sie auch den gleichen Flow an Tag legen wie das Original. Huh. Heute ist ein guter Tag, ich hab eine Idee. Und ein Schrank voll Karneval. Mach mich auf den Weg, in Mercedes Coupé. Wir haben den zweiten Hit, hundertprozentig. Wir haben den zweiten Hit, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Wir haben den zweiten Hit. Bring das als Video und bring das vorhin mit diesem Con Calma, dieses Bam, 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 Bam. Bring die beiden noch als Video, jetzt noch diesen Donnerstag und übernächsten Donnerstag. Und am 9.9. kommt das Album ja schon. Bring die beiden noch als Video, gutes. Ja,
Sie sagen selber, PHP 3 brauchen kein Comeback. Ich sage, Digga, wenn es eine Albumreihe kein nicht braucht, kein großes jetzt kommt das Comeback oder jetzt irgendwie eine kontroverse Promophase braucht, wie zum Beispiel Maximum. Also bei Maximum hat ja Casey und Summer den Vogel eigentlich abgeschossen, so Real Talk. Erst sagen die, die sind verstritten, dann kommen die mit der ersten Single und sagen, nein, Bro, wir machen nicht Maximum 2. Was wir gemacht haben, ist schon Maximum 3 und das Ding ist hart gefloppt so. Das wird bei den Brüdern halt nie passieren. Nie. Das ist melodisch so gut. Es ist unglaublich gut. Melodisch, hittechnisch und es ist behindert gut. Dafür braucht man viel Geld. Danke die Familie und nicht nur mich selbst. So viel Paralyse auf dem Spielfeld. Ich glaube, also jetzt nach dem Snippet, ne? Ich bin wirklich beruhigt so. Ich bin nach dem Snippet wirklich beruhigt. Ja, Digga, jetzt können noch, keine Ahnung, Schlagersongs kommen oder sowas. Das Palmas Basti 3 wird keine Enttäuschung. Mein Statement hier: Palmas Basti 3 wird keine Enttäuschung. Danke, wie ich will. Muss ich arbeiten von 8 bis 6. Kein Studium, wenn ich Architekt. Zu tätowiert. War ich Architekt. Von Nacht bis 6. Diese Betonung, Digga. Dass die Bank mich hält und so viel Anspruch an mich fällt. Ich bin mir noch keiner Mann ins Glas hinein. Sie Gesicht hat doch mir volle keine Namen ein. Sample. Woher, Chat? Sample ist ganz klar. Fuck, Digga. Ich kenn's aus einem anderen Deutschrap-Song, aber das ist wahrscheinlich aus dem anderen Deutschrap-Song auch gesampelt worden. War das Fahrt? War das Kodo? Dieses Sample, dieses Streicher-Sample im Hintergrund kennt man zu 1 Milliarden %. Wenn es jemand auf YouTube weiß, ab in die Kommentare. Oh, scheiße, Digga, mir fällt's nicht ein. Man kennt es zu 1 Milliarden %. Du warst sowas wie mein Verwandter. Oh, dann heißt ich, weil du mich noch kennst. Ich schwör's dir, ne? Diese Leute, wo auch so Reggae hören, auch wo irgendwo so, wo die Leute auch unterwegs sind, Kolumbien, Afrika und sowas, die hören doch safe auch Bones oder sowas. Genau, mit so einem Song. Das hat auch voll diese Vibes, oder? Und anscheinend haben die Jahre uns getrennt. Manchmal frag ich mich, was du wohl gerade machst. Bist du mit Familie oder sitzt du gerade im Knast? Kommt mir vor, wie gestern saß ein Hai auf einem Dach. So viel Zeit verbracht, geweint und gelacht. Wir haben uns lange nicht gesehen. Hat auch, Digga, das hat alles so behinderte Vibes irgendwie. So Vibes, wo du denkst, wo du dir einen Kopf hast, Bro. Ich denke, die haben es schon richtig gemacht. Vielleicht wollten die auch so eine kurze Promophase mit letztes Mal und Sommer jetzt haben. Die haben jetzt noch 3 Release-Freitage, glaube ich, offen, bevor dann am 9.9., am 4. Release-Tag das Album kommt. Die haben ja diesen Donnerstag noch, dann noch zweimal den Donnerstag und am 3. Donnerstag kommt eben dann das Album. Die sollen den am Anfang den Song bringen, mit dem Ba-Ba. Ba, ne? Und den anderen Hit. Die beiden als Videos. Knackig, auf entspannt so. Jeden Tag läuft die Zeit ab. Keinen Plan, wie sie geht, aber Freundschaft gepflegt, weil ich like deinen Beitrag. Freundschaft gepflegt, weil ich like deinen Beitrag. Keine Ahnung, wie es dir geht, aber Freundschaft gepflegt. Nice. Hab uns zu lange nicht gesehen. Und die Flasche noch im Eis war. Eigentlich wäre es so einfach. Boah, das hat schöne Vibes. Boah, dieses Pad, was im Hintergrund kommt, mit den Drums, boah, das hat schöne Vibes, finde ich. Es könnte so ein gutes Outro sein, eigentlich. Was soll noch passieren? Kein Plan, immer da machen, anfangen. Du schreib auf ihren Arsch, sind Stars, brauchen keine Autogrammkarten. Ich finde, es hat einen sehr schönen, ruhigen Vibe. Das als Intro oder eher als Outro. Es könnte auch schon so chronologisch angeordnet sein, dass wir am Anfang Intro hatten und dann am Ende Outro. Würde Sinn machen, meiner Meinung nach. Das könnte ein schönes Outro sein. Immer halb wie ein Sternkopf leer unter Palmen am Meer. Noch 1000 im Kuvert, oh yeah, gerne den ganzen Tag im Sonnen schlafen. Sehr schön. Boah, ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf. Das war das Palmas Basti 3 Snippet von Bones und Raff. Ich möchte gar nicht viel sagen. Ich freue mich extrem drauf. 2 Videosingles noch, dann bin ich glücklich. Ich bin so oder so glücklich, wenn das Album kommt und wenn ich es hören kann. Und diese Nostalgie generell. Ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach aufs Album.